Okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Dus Dungeons. Beim letzten Mal, ich glaube, die letzte Folge, die kam, war die Folge, wo wir den Dungeon aus dem Howling Peaks DLC gemacht haben. Und mit dem sind wir fertig geworden. Ich hoffe, ihr könnt was hören. Ich hoffe, ihr könnt gut was hören. Ich hoffe, ihr könnt gut mich hören. Und seitdem gab es ja kein Update, was ist... Okay, seitdem gab es ja kein Update mehr. Und jetzt dachten sich die Entwickler, yo, wir machen komplett neues Level-System und sonst so Zeugs. Und genau wissen tue ich da... Ich will da hin. Wow. Okay, wir machen eins nach dem anderen. Wir gucken erstmal, mit was ich alles ausgerüstet bin, weil ich weiß es nicht. So. Jo. Okay. Das hätte ich vielleicht vor der Aufnahme machen sollen, was ich alles dabei habe. Oh, die haben... Die ganzen Schriften haben eine richtig, richtig starke Kontur bekommen. Das sieht irgendwie gut aus, aber auch irgendwie... Na, ich weiß nicht. Ungewohnt, ungewohnt. Sagen wir es mal so. Was haben wir denn, die Geheimhändler? Und die Schrift passt sich auch an, je nachdem, ob wir näher sind oder weiter weg. Okay, was ist das? Abenteuerzentral. Das ist safe neu. Was gibt's hier? Hä? Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Abenteuerpass? Du kannst jetzt einen Abenteuerpass kaufen, um Premium-Gegenstände freizuschalten. Mojang? Shut up and take my money. Ich werde mir das ho... Ich kann mich in Zombie verwandeln? Was? Lol, das sieht ja mal total stark aus. Leute, ihr müsst warten, aber bis zur nächsten Folge habe ich mir das gekauft. Okay, und dafür brauchen wir Abenteuerpunkte. Und die kriegen wir aus dem... Oh mein Gott. Verwendete Tränke. 600 Tränke für als wöchentliche Herausforderung. Sammle Gold. Öffne Truhen, besiege Kreaturen, isst Nahrungsgegen. Und das sind Sachen, die wir... bekommen, wenn wir aufleveln einfach. Ja. Dann lass uns das mal machen. Gibt's hier was Neues? Tagesgedö... Oh ja! Abenteuerstar. Wer bist du denn? Turmavatar. Kreaturen lassen keine Beute fallen, aber für jedes Stockwerk gibt es eine Gegenstandsbelohnung für den Turmavatar. Okay, und was ist das hier? Achso, da waren wir. Okay. Ja, ich will aber so in den Turm laufen. Das ist ein bisschen epischer, oder nicht? Oh mein Gott, Leute. Turm. Turmlauf starten. Also man startet mit nichts, mit null und muss sich hochleveln. So viel weiß ich schon. Mehr habe ich mich aber noch nicht spoilern lassen. Halt einfach das, was man so im Trailer und von null vorher erfahren hat. Wir starten wirklich Schwert, Rüstung und Bogen und wir haben nichts. Ja. Ich hätte gerne eine Map, dass ich so ein bisschen Überblick habe, weil es ist neu. Die Folgen hierzu werden auch länger gehen, also wir haben drei Versuche. Ich habe es mir in letzter Zeit echt mit meinen Zahlen. Wir haben drei Versuche. Ich würde sagen, wir spielen immer einmal so weit, wie wir kommen und je nachdem mal gucken. Let's go. Dockkampf. Ah! Geh weg! Und wir sind halt einfach nicht mehr stark. Oh, das war eine schlechte Idee. Hallo, ich kann mich, ich brauche Heilung. Das sind Creeper. Hallo, hallo, hallo. Uhu. Nee, 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 nee. Okay, okay. Wir haben keine Artefakte. Wir haben nichts. Oh Gott. Ich sag euch, wir sterben wahrscheinlich 10-mal. Oh ja, ein TNT. Hasse Skelette, die sind so overpowered.
Was gibt's hier? Hä? Einfach nur eine Übersicht. Yo, das sieht so episch aus. Yo, kein Problem. Ich bin gleich tot. No way. Okay, also ich sag euch, das wird nichts. Man konnte die Schwierigkeit nicht einstellen. Nichts, gell? Sag doch einfach, du bist fertig. Ich hab's geschafft. Oh, also... Was gibt's hier hinten? Was ist das? Achso. Nee, 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 ich will nicht zum Lager, ich will weiter. Das hat nämlich auf der Minimap so ein cooles Symbol. Stockwerk 1 abgeschlossen. Oh. Können wir eins davon aussuchen? Rüstung oder ein gutes Schwert? Die Rüstung ist halt nicht viel besser. Das Schwert auch nicht. Die Rüstung hat Dorn. Was hat unsere Rüstung? Ah, Schwert. Ich nehme die Rüstung. Ich bin lieber ein bisschen safe. Ja. Nein, ich will das... Stopp, stopp, stopp. Erstmal Dornen. Und... Geschossabwehr. Das ist gut. Oh mein Gott. Natürlich, gleich die schweren Gegner. Yo! Hä? Wieso bin ich unsichtbar, wenn ich dashe? Ist das normal? Ist das eine neue Rüstung? Kann er... Ja, komm. Hallo. Ey, diese Geister. Ich habe sie schon immer gehasst. Ich werde sie maßen. Yo, ich werde eingetränkt. Geh weg. Der kann sich teleportieren. Yo. Tod erlitten. Ach, und alles fängt wieder von... Ja, klar. Natürlich. Wenn man stirbt, bleiben die Gegner nicht gespeichert. Es fängt einfach alles von vorne an. Ey, diese Feuergeister. Geh down. Und Creeper. Wobei, Creeper können mir helfen. Perfekt. Da ist so ein Feuergeist. Ah! Okay, der Feuergeist ist down. Heilung ist drin. Der kriegt noch... Zack. Potion of Speedness. Ich sehe keine Gegner. Wo denn? Ah, fertig. Okay. Das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Oh mein Gott. Also wir haben ein komplett neues Game, wo wir von null anfangen und uns durcharbeiten müssen. Eine bessere... Ich kann mir noch einen Verzauberungspunkt holen. Das ist halt einfach... unendlich stark, kann aber halt nur mit Seelen eingesetzt werden. Dafür müssen wir erstmal ein paar Gegner kaputt hauen. Das ist ein bisschen schwer. Keimrüstung. Heiltrankheit alle Verbündeten in der Nähe. Setzt beim Abrollen Kreaturen in der Nähe fest und vergiftet sie. Jo, das ist ja voll gut eigentlich. Aber wir haben schon eine Rüstung. Und ich bin Fan von Feuerbrand. Schon immer gewesen. Das ist einfach eine coole Rüstung. Wie können wir die Angriffsgeschwindigkeit erhöhen? Mit einer Wahrscheinlichkeit von 10%. Boah, das sind so richtig gute Sachen und ich will nichts davon ausschlagen. Ein Schild oder mehr Schaden? Schild. Schild. Okay, let's go. Da oben ist ein Durchgang. Kommt man da hin? Stimmt, wir machen ja sowieso schon Feuerschaden zusätzlich. Was bist du? Ich frag mich, ob das der Endboss ist oder so.
Was ist dieses Gelbe oben links? Seht ihr diesen gelben Punkt? Der ist von der Karte. Ganz oben links in der Ecke. Unter den Frames. Ich laufe jetzt einfach hier im Kreis immer rum. Ich komme hier nicht weiter. Ja gut, hätte ja sein können. Unten ist auch sowas. Neben der Pfeilanzeige ist noch so ein grüner Punkt und ein leeres Viereck. Das ist weird. Aber irgendwie cool. Das war ein sehr einfaches Stockwerk, wenn es das war. Was ist das wirklich? Ich schmecke, dass es das noch nicht war. Ja, ich bin immer noch erkältet, auch am Dienstag noch. Bin mir auch sicher, dass ich morgen noch erkältet sein werde. Genau, hier ist unser Rückweg. Oder wir gehen einfach weiter. Das war jetzt zum Beispiel eine sehr einfache Stage. Und wir können uns für was entscheiden. Yo, ich benutze halt nichts davon, gell? Ein Verzauberungspunkt. Den investieren wir in... Ja, da ein bisschen... Mehr Schaden. Wird schon richtig sein. Okay. Was hier? Auch hier geht's einfach zu. Kein Problem. Okay, wir sind jetzt... in so einem Schlossbereich. Mann, das ist alles so cool gemacht. Oh, wir kriegen Heilung. Oh, nee, 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 nee. Okay. Down. Mit Heilung. Sehr schön. Du zauberst nicht. Du kannst nicht zaubern. Weil du tot bist. Vielleicht noch eine Heilung rein. Sicher ist sicher. Hier sind keine Gegner mehr. Oh. Nein, nein, nein. Oh, oh, oh mein Gott. Okay, er ist down. Er ist down. Das hört sich so an, als wäre es das gewesen. Schmecke ich den Sieg? Hallo? Okay. Wieso tanzen wir so komisch? Das ist gut, aber... Immerhin haben wir jetzt ein Artefakt. Auf X. Na klar! Hä, was? Reise nach. Es steht. Ein Dungeons-Prozess has crashed. Unreal Engine 4 Dungeons. We are very sorry that this crash. Das Game ist gecrashed. Klar. Lass halt einfach das Game crashen, wenn es nicht funktioniert. Wow! Wir haben. Ihr seht noch nichts, das dauert immer eine Weile. Ich glaube, die Version ist noch nicht so ganz ausgereift. Ich hoffe, da kommt noch ein Patch für. Das Game stürzt einfach ab, wenn ihr im Tower verliert. Bitte was? Also, Minecraft Dungeons verbietet uns zu verlieren. Haben wir jetzt eigentlich irgendwelche Abenteuerpunkte oder so bekommen? Ich weiß es nicht. Das sah irgendwie nicht so aus. Wie bekommt man die überhaupt? Da. Ich hab keinen Rang, nichts. Hier steht auch sonst nichts, gell? Im Hauptmenü steht ja links was. Ich muss mich da jetzt voll reinarbeiten. Mach deine Wanderschuhe bereit am 14. Dezember. Das ist alles, was da steht. Das alles.
Das ist alles, Leute. Das ist alles. Bekommt man Abenteuerpunkte? Das muss doch erklärt werden im Game. Ich kann jetzt nicht nebenbei noch YouTube öffnen. Da möchte ich nur sagen, dass das Spiel echt nicht leicht ist. Haben wir eigentlich Gold oder so? Wie viel Gold haben wir denn? 43. Ah. Schön, dass das bei uns hier nirgendwo steht sonst. Also. Wolkiger Aufstieg. Aufleveln. Irgendwas bei den DLCs hat sich nichts geändert? Ja, auch nicht. Der Turm erschien eines Tages auf mysteriöse Weise, als hätte es ihn schon immer gegeben, und er sei einfach nur aus den Wolken herabgestiegen, damit man ihn fände. Eine noch seltsamere Kreatur winkt dich heran und ermutigt dich zu den Herausforderungen, die er bietet. Was erwartet dich an der Spitze? Nur wer die Bosse bezwungen und die Herausforderungen überlebt hat, kann davon berichten. Wirst du deinen Platz unter diesen heldenhaften Elite an der Turmspitze einnehmen? Du kennst doch das Sprichwort, aus Fehlern wird man klug. Drum ist einer nicht genug. Aktuelle Stoffwerk 0. Weil das Game crasht, können wir nicht höher werden. Ich stell mal auf Standard, damit es nicht zu schwer ist, aber... Das Game sollte aber eigentlich nicht crashen, oder? Wäre vielleicht nicht so gut. Toll, jetzt fangen wir mit Level 1er Schwert an. Na, aber es ist einfacher, man merkt schon. Ja, viel einfacher. Ja! Beim letzten Mal musste ich einem Creeper 3 schwere Schüsse reindrücken, damit überhaupt down geht. Und jetzt reicht ein gewöhnlicher Schlag. Oh, ey. Du darfst da nicht hoch. Das ist die heilige Halle für mich. Was auch immer das genau sein soll. Bam. Okay. Also. Schön, dass es jetzt einfacher ist, aber, wirklich lohnen? Weiß ich nicht. Also es ist halt prinzipiell immer noch schwer. Und jetzt fängt das Game, jetzt fängt auch noch alles an zu laggen. Was ist denn da los? Schön, dass wir Stockwerk 1 abgeschlossen haben. Freut mich. So, was nehmen wir? Level 2er Schwert. Wir nehmen wieder die Rüstung. Ich war das genauso wie beim letzten Mal. Das war richtig. Okay. Ja, schau mal, wie einfach das jetzt ist. Okay, außer der Creeper. Der tötet uns immer noch. Hier, zwei Schüsse und er ist weg und nicht 20.000. Einfach auf die Leben gucken. Standardmodus, Leute. Spielt im Standardmodus. Das ist nicht zu schwer. Werde ich eigentlich immer voll geheilt? Ja, werde ich. Das zählt immer als neuer Bereich der Stage. Okay. Ja,
annehmen. Brauche ich nicht wirklich. Dafür haben wir jetzt eine gute Abwehr. Oh, hätten wir lodernder Zorn, das ist auch nicht schlecht. Aber ist vorerst eigentlich ganz gut. Und ich will jetzt hier nicht 10 Mal im Kreis laufen. Deswegen besiege ich die Gegner direkt hier. Spielt im einfachen Modus. Oder Abenteuermodus. Also einfach ist wirklich einfach. Also, du nimmst wirklich wortwörtlich mit ihren Namen. Was? Ach komm. Was denn? Ist irgendein Gegner wieder respawned? Es ist ein einziger Zombie. Wo kommt ihr her? Kann es sein, dass die vielleicht auch da unten spawnen können? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollte ich vielleicht mehr darauf achten, wo die Gegner spawnen. Boah, jetzt gibt's keine Musik, das ist voll creepy. Ja. Und was bist du überhaupt? Was ist das? Es sind 3 Steinfiguren aufeinander. Es hört sich auch an wie Stein, wenn sie so hüpfen. Weird. Aber wir sind bisher noch kein einziges Mal gestorben und können direkt weiter fortschreiten. Wir nehmen natürlich den Verzauberungspunkt hier mit. Und ich nehme mal Mehrfachschuss oder Bonusschuss. 5 Pfeile auf einmal sind halt wirklich gut. Nee. Und auch, dass wir unsichtbar beim Rollen werden, ist eine gute Fähigkeit, glaube ich. Oh, guck mal, da ist wieder der Willi, der hier sehen will, wie wir sterben. Und diesmal aber echt gut schlagen. Ah, halt, das ist ein Ding. Das sieht richtig aus, als würde man sich teleportieren. Gefällt mir. So, heilen. Na gut, wir haben halt auch nicht so viel. Aber es ist. Das Grundprinzip ist einfach. Jo, wie hoch wir schon sind. Also ich weiß nicht, ob das hoch ist, aber es sieht hoch aus. Wahrscheinlich wegen der Kameraperspektive, aber ist cool. Der denkt doch nicht im Ernst, dass er was gegen mich, den Meister, ausrichten kann. Ich find's gut, dass das einfacher ist. Stockwerk 4 von 30? Herzlich willkommen zu einer 37-Stunden-Folge. Bitte abonnieren Sie den Kanal für weiteren coolen Content. Dankeschön, wir werden nicht sterben, nicht? Wir können uns hier einen besseren Schild kaufen. Mehr wo. Ich bin wirklich für den Schild. Ich will safe sein. Der ist immer noch unbesiegbar fast. Okay, aber er ist down. Also einfacher beim letzten Mal ist es auf jeden Fall. Okay, aber trotzdem konzentrieren. Wir haben immer noch nicht volle Dings. Ich hätte gerne Heilung, bitte. Hallo. Ich bin kurz vor Tod. Ich glaube, ich habe noch so ein Leben oder so. Bienen. Oh, wir hatten ihn noch nie. Den Iron Golem. Ich weiß nicht, warum. Wir hatten den noch nie. Der macht auch richtig viel Schaden. Aber Leute, wir müssen unseren Bienen treu bleiben. Wir legen uns Bienen auf B. Ja. Ja, Zombies, ey.
essen. Ey, manche Stockwerke sind ultra einfach und manche ultra schwer. Alle 5 Stockwerke ist ein schwereres. Ich sag's euch. Oben, wir sind weiter oben, glaub ich. Hinter uns sind wieder welche gespawnt. Aber wobei, hier geht's noch mal, hier geht's noch sehr viel weiter. Jo, hier ist aber nix. Okay, kein Problem. Oder sind wir schon fertig? Die Map endet einfach so random. Ja, da hinten ist ein Zombie gespawnt. Wo ist denn noch was? Hä? Ist das ein... Also sowieso, beim letzten Mal ist es abgestürzt, ja? Jetzt... Ich sehe keine Gegner mehr. Ah, und jetzt zeigt es mir an, dass wir fertig sind. Wird. Ich hoffe, das stürzt nicht nochmal ab. Weil sonst... Oh, Level 10er Bienen. Oh, oder eine Level 10er Rüstung. Schneller, mehr Sehnsam und mehr Fernkampf. Und der wird halt unsere Bienen noch. Na, wir nehmen aber das da. Hey, einfach Level 10. Mit jedem Respawn ein bisschen mehr Gesundheit ist gut. Falls wir doch sterben sollten, sind wir safe. Nee, es ist kein Boss. Aber spawnt trotzdem einfach die halbe Welt hier. Hier sind sehr viele Skelette. Ich mache mehr Fernkampfschaden. Könnt ihr bitte schneller sterben? Fände ich schon schön. Oh, ist noch einer. Ich schmeck dich. Halt. Wir haben noch nicht die schöne Aussicht genossen. Ich weiß nicht, ob wir höher kommen. Aber es könnte sein. Ich kann das nicht sehen. Vielleicht kommen wir auch nur so minimal höher, dass es nicht auffällt. Aber gut. Aber der Tod... Er hat was. Er gefällt mir. Wir haben Frame Drops. Ja, das ist nicht so cool. Einstellungen... Grafik. Sync. Doch, wie Sync brauche ich? Button. Ach komm. Wir nehmen einfach noch ein bisschen die Dingsqualität raus. Weil bei mir hier rechts in der Aufnahme wird mir angezeigt, jo, es gab 2% verlorene Frames. Das liegt nicht an der Aufnahme, das liegt am Game. Wird einem ja schlecht. Okay, wir haben Zombie. Wir haben Skelett. Wir haben eine Spinne. Sehr schwer. Wir haben einen Stärketrank. Für die nächste Spinne. Für einen Zombie. Oh. Zu weit gehüpft. Tot. 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 Mama! Tot. Dass wir halt nur einen Verbrennungsschaden von 1 machen, ist schon irgendwie ein bisschen traurig. Was ist das? Irgendwo läuft noch der Hansi rum. Hallo? Da unten ist noch... habe ich das Areal da unten komplett ausgelassen? Kann das sein? Nee, wir sind hier drüber gelaufen. Und dann hat es einfach so nicht geladen. 30 Minuten schon und wir sind immer noch nicht fertig. Oh. Spätestens nach einer Stunde Video würde ich es dann beenden. Und eine Pause einlegen. Oh, eine Level 14er Rüstung? Oder ein Verzauber... Wir haben 4 Verzauberungspunkte. Warte. Die ist top, die Rüstung. Nehme ich. Ja.
Der Einsatz eines Teiltags verursacht eine Explosion, ja? Bei der Aktivierung eines Artefakts kriege ich Gesundheit zurück oder für jeden 100 Block. Ich glaube nicht, dass wir 100 Blöcke erkunden. Deshalb, ja. Oh, da unten, da leuchtet was Neues. Ist das ein Verzauberungspunkt? Ich will es essen. Kraftschmied. Unser Bogen ist halt noch sehr schlecht, aber... Ja klar, baller halt direkt auf Level 20. Kannst du nochmal bitte, ich gebe dir 20 Euro. Weil wir sind Stockwerk 9. Nee, das macht keinen Sinn, das ist wegen Stockwerk 9. Seltsam, aber cool. Jetzt ist unsere Dings von Level 10 war das, glaube ich, auf Level 20. Ey, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Aber jetzt kommen wir Stockwerk 10. Oh. Nee, du bist nicht... Hör auf! Nein! Wieso spawnst du doch was? Was auch immer du bist. Oh, ein Kessel. Komm. Bienen an die Macht. Let's go. Schwierigkeitsgrad einfach. Du, ey, komm, Mann. Könnt ihr nicht mal sowas Ausgewogenes machen? Das ist ja schlimm. Eine bessere Rüstung? Hier gibt's Geheimnisse? Wo ist die Map? Nein, nein, da. Wir haben 3 Verzauberungspunkte. Gesundheitsenergie bei Artefakt oder Mehrfachschuss. Boss-Ebene überlebt, war auch ziemlich schwer. Weiter geht's. Oh, da war der Zombie, ich will den Stärketrank. Oh. Ah, es wird langsam doch voll. Das ist ein starker Gegner. Da gucken, dass wir den Stärketrank noch. Ah, den haben wir noch 10 Sekunden. Ach, da hinten. Ja, ihr müsst schon kommen, wenn ihr gegen mich kämpfen wollt. Musik geht aus. Epische Szene. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt jemand so lange anschaut. 60 Minuten. Aber yo, schreibt dir die Zeit auf und guck an einem anderen Tag weiter. Oh, ein Bogen. Ein Blasenbogen, der macht Blubberschaden. Cool, weil ich auch weiß, was das ist. Aber wir haben nur einen Level 1er Bogen und... Es wird Zeit, dass wir aufleveln. 10 Punkte Dings, enthusiastischer Klima, erwirb eine Nah- und Fernkampfwaffe sowie Rüstung, Artefakt. Ja. Dings, Steam Achievement. Nee, nicht Steam Achievement. Das heißt hier nicht Steam Achievement, K-Storm. Das heißt hier Xbox Gold Gedöns Achievement. Ich habe keine Ahnung. Ich benutze Xbox nur für Forza und für, Name vergessen. Genau. Minecraft Dungeons, das Game, was wir gerade spielen. Ich glaube, ich mache nach 40 Minuten schon Schluss. 60 Minuten sind nämlich echt viel. Und so habt ihr mehr zum Gucken und ich muss weniger aufnehmen. Ich bin schon fies, gell? Nein, ich glaube nicht, dass kein Mensch von euch guckt sich ein 60-Minuten-Video an. Und wenn ich dann einfach so 2 oder 3 40-Minuten-Videos draus mache, ist das schon okay so. Finde ich. Bam. Zack. Ganz entspannt. Irgendwo läuft hier noch einer rum.
Hallo? Zombie, wie geht's dir? Zu weit gerollt. Okay, nächste Etage. Dann sag ich doch, wir machen noch eine Etage und dann mal gucken. Ah, wir haben eine Level 20 Rüstung. Die hätte dann auch schon, ja. Schnelleres Rollen. Mehr Pfeile. Bist gekauft. Dornen. Lohnt es nicht. Machen wir Dorn auf volles Kanonenrohr. Oh, jetzt kommt Eis. Jetzt werden wir geslowt. Aber wenn uns jemand schlägt, kriegt er seinen Schaden zurück. Oh, es wird langsam doch viel. Oh, oh, oh. Bienen! Heilung. Bam, 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 bam. Pfeile. Das mit den Pfeilen ist schon mal nicht gelogen. Der Creeper darf uns nicht freezen. Du auch nicht. Die Bienen haben gut Beats geleistet. Dankeschön. Wo ist hier so ein... Der ist neu. Was auch immer das war. Das waren neue Gegner, Leute. Neue Gegner gibt's also auch. Gefällt mir. Oh ja. Ein Speedness-Trank. Wo denn? Ich sehe hier keinen Gegner mehr. Fehlt einfach der Gegner. Immerhin liegt er auf dem Weg, wo ich sowieso lang muss. Wie es weitergeht, Leute, sehen wir... Ich muss nicht Pause drücken. Sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einer positiven Bewertung. Ich finde... Sorry. Das Turmsystem richtig, richtig cool. Dann auf jeden Fall schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, Leute, und ciao.